Willkommen zurück. Ohne Jacke kann man trotz Sonne eigentlich nicht mehr vor die Tür gehen, zumindest in der Früh und am Abend. Nachmittags ist das noch eingeschränkt möglich, aber mit dem Herbstwetter geht jetzt dann auch die Grippezeit wieder an. Und auch bei uns in der Redaktion hört man immer mehr Leute husten und niesen. Und meistens folgt dann auch gleich ein herzliches Gesundheit. Obwohl man das laut Knicke ja nicht mehr sagen soll. Aber warum eigentlich nicht? Und wussten Sie, woher dieser Brauch überhaupt kommt? Ach so, Fragen des Alltags. Warum weint man beim Zwiebelschneiden? Warum verfärbt sich ein Chamäleon? Wie viele Bäume sind ein Wald? Ach so, nachgefragt mit den Eckertschulen in Regenstauf. Wir bilden Zukunft. Martin hat eine Erkältung, Schnupfen, Husten, Halsweh und ständig juckt die Nase. Aber warum sagt man eigentlich beim Niesen Gesundheit und warum nicht zum Beispiel auch beim Husten? Wir wollten das genauer wissen und haben Knigge-Experte Karl-Hermann Künnet gefragt. Der Brauch, dass man Gesundheit sagt, der kommt aus alter Zeit, aus dem Mittelalter, wo in Europa die Pest war. Damals hat man Gesundheit gewünscht aus zwei Gründen. Gesundheit. Der erste Grund war, hoffentlich hat der nicht die Pest, dann wünsche ich ihm Gesundheit. Und der zweite, der war auch sehr wichtig, hoffentlich hat er mich nicht angesteckt. Da man sich damals also vor allem auch selbst Gesundheit gewünscht hat, wird das heute bisweilen als unhöflich empfunden. Aber keine Sorge, Sie dürfen auch weiterhin Gesundheit sagen. Wenn Sie unterwegs sind und kochen mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, dann werden Sie feststellen, in der einen Situation sagen alle Gesundheit, da sagen Sie auch Gesundheit. Na dann, Gesundheit. Okay. Ach so, nachgefragt mit den Eckertschulen in Regenstauf. Die Eckertschulen. Wir bilden Zukunft.